Stitch ist doch einfach nur eine süße kleine Pelzkugel, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix 2.5 HD Remix. Ja, ich habe kurz einen Pelzknäuel im Hals gehabt, meine lieben Freunde. Willkommen zurück. Im letzten Mal sind wir hier im tiefen Weltraum angekommen. Wurden gefangen genommen und dann wieder freigelassen. Und dann mit einem Auftrag, bestückt worden. Sind dann mit einem Auftrag bestückt worden. Nämlich Stitch und Jumba zu fangen. Aber wir haben schnell herausgefunden, dass Stitch gar nicht so böse zu sein scheint, wie die alle sagen. Deswegen suchen wir einfach trotzdem mal weiter nach ihnen und versuchen damit ihnen ein bisschen zu reden. Wir wollen ja nicht ersticken. Besiege alle Unversierten. Oh nein, eine Motorradgang. So sieht das aus, sie fahren so um mich im Kreis. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Huch. Ey. Piu. Hey. Ja. Hey. Hör auf, mich abzuwehren. Es werden nicht weniger. Voll in den Mangel genommen. Oh nein, scheiße. Au, 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 au. Wow. Wow. Ich mache euch alle fertig. Zack. Hä, wie sie da durchzwirbelt, voll am Driften. Luftgrätsche halten. Na, endlich. Vor allem Terra als Bild. Ja, die Luftgrätsche ist quasi Terras Ding. This must be the Wayfinder that 626 was carrying around. Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. All right, then. I'll head over there now. Na gut, das sollten wir gebacken kriegen. Zack. Erstmal gucken, wie es hier eigentlich so aussieht mit Kommandos und so, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Ja. 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 Mhm. Ach, den Mega-Ether hatte ich vorher noch gar nicht. Und die Luftgrätsche natürlich. Die rüste ich auch so gleich aus. So, die ist schön. Sonst Berichte. Wie sieht's mit den Stickern hier eigentlich aus? Stickeralbum. Stickersammlung. Okay, zwei gibt's hier auch. So, voll auf ihren Brüsten so. Auf seinen Kopf. In der Luft. Da unten. Sollen wir hin? Okay. Da soll er hin. Na meinetwegen, dann soll er da hin. Hatte ich nicht noch mehr? Nö. Okay. Okay, okay. Ja, 6 Stück fehlen uns noch. Unversierte. Gleitraser, genau. Nichts Neues. Spielstatistik. Treffer. Mit Zack Heldenauftritt, genau. Noch ein neues Kommando? Ach so, ja, ich habe ja eben gerade eins erhalten. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Was war? Stoppbarriere, genau. Die Stoppbarriere, die rüste ich auch gleich aus. Warum sollte ich das nicht tun, Mann? Da, 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 da.
Toll, abgelegt. So. Jetzt muss ich auch noch den Racheknall da wieder drauf tun. Ne, Konterknall. Racheknall ist bei Ventus. So, anstrengend. Hier bin ich gar nicht lang gegangen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Tralalalalalala. Lalalalala. Oh je. Dieser Bereich hier. Nee. Oh je, das war ich nicht. Na, hier hoch komme ich auch nicht so. Hier brauche ich die Schwerkraftlosigkeit auf meiner Seite. Schwerelosigkeit oder was auch immer. Oh, Zack, hilf mir. Zack, oh Mann, ey, komm schon. Jetzt mach doch was, du blöde Saumann. Hast ja gar nichts drauf. Ah, da levelt er ab, Mann. Yeah. Ching. Oh oh. Ha, voll abgewehrt. Hey. Okay, alles wieder schön. Dann holen wir uns erstmal diese Satztruhe. Die wir eben gerade angegriffen haben mit unserer fetten Feuerrolle. Feuerrad, whatever. Voll das Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Hui! Ach, Mann, ey. Njum, 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 njum. Hier ist nichts. Hui! Auch nichts. Hui! Das ist Schatztruhe. Aua! Yay! Ihr nervt. Dankeschön. Hui! Ist hier auch in der Mitte wieder ein Sticker? Nö, das ist nur bei Ventus so. Konnte man den nicht hier irgendwo ausschalten? Die Schwerkraft wieder? Wow! Ah ja, dort. Genau. Zack. So. Adut. Los, setz dich hin, Baby. So rum. Prismaregen. Cool. Ich glaube, die Lichtblume ist mit 4 noch nicht voll, genau. Deswegen bleibe ich noch dabei. Ach doch, da ist ja der Sticker. Der UFO-Sticker. Wie creepy. So, jetzt sind wir oben. Okay. Lalalalalala. Lassen wir alles hier in Chaos versinken. Schwerkraft aus, Schwerkraft ein, ist doch scheißegal. It's time to give up. Then I will fix abnormality. And ridiculous behavior stops. Hold it right there. Dr. Jumba, experiment 626. I've been authorized to take you into custody. So it really does belong to you. But where have you seen that shape? His copy he made of good luck charm that boy Terra showed to him. Terra said friend gave him charm, was very protective of it. He really said that to you? Yes. Then you're still all right, Terra. And now, because of Terra and his little bobo, my genius creation is hesitating in his genetically programmed destructive instincts. Just look at him! Huh? What are you doing? Our orders are to capture them alive! I've decided to take a new approach. All right, you two. Any last words before I blast you into a million pieces? Lala Patrugia! I'm just Big Bone! Freeze! Stop it!
I warn you, stay out of it! I guess we have to do this the hard way. Wenn Ganto nicht hören will, muss Ganto eben fühlen. Und er ist fett. Er steht auf Salami und auf Hühnersuppen-Sandwiches. Yee. Hühnersuppen-Sandwich. Besiege Ganto, sobald Experiment 626 zu hüpfen beginnt, scheiß ihn an. Aua, au, 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 au. Mann, jetzt reicht's mir. Wie er da einfach lang geht. Lolololol. Aua. Aua. Hör auf mit Plasma nach mir zu schießen. Aua. Hör auf mich zu schlagen. Und bam. Voll ins Gesicht geschlagen, Mann. Und tschüss, Ganto. Voll Stitchin ins Gesicht geworfen. I'm not done with you yet. Enough! I observed everything on the monitor. I can explain. You've been of great service, Aqua. Thank you. Captain Ganto, escort 626 to the asteroid to which he's been banished. When you return, you're back on patrol. Not patrol. Please, Your Highness, would you consider sparing Experiment 626? Spare him? He's an extremely dangerous creature. I cannot release such a menace. But it seems to me he's at least trying to make friends. And dangerous or not, I really believe he can succeed. Very well, Aqua. If he behaves himself, I will consider shortening his exile. Thank you, ma'am. Oh. I like the charm you made. Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua. My friends are Terra and Ventus. Aqua. Fun. Terra. Fun. Na, das lief doch super. 626, D-Link. Und der Hyperantrieb. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir nochmal zurück müssen wegen Schatztruhen. Und kommandoperativer Weltraum, na, habe ich doch schon längst gemacht, Baby. Die letzte Welt. Aber erstmal gucken, Menü. Wie sieht der Hyperantrieb aus? Haben wir wenigstens endlich mal ein Schlüsselschwert, was stärker geworden ist? Der Prismaregen. Regenbogenfarbige Kugeln. Ui! Was haben wir sonst noch Neues? Irgendwas. Irgendwas, bitte. Ich glaube... Achso, da, der Feuersturz. Aha. Won't you look at that? Der Hyperantrieb. Ah, endlich mal ein schöneres Schwert. Naja, nicht unbedingt schöner, aber... Es ist stärker. So, zwei neue D-Links haben wir jetzt, die ich leveln muss. Beide kennen wir bereits. Mit Aqua kommen auch keine neuen mehr. Von daher, Geschichte. Tiefer Weltraum. Aqua findet sich plötzlich an Bord eines Raumschiffs wieder und wird dort als blinder Passagier verhaftet. Da das Schiff aber von zahlreichen Unversierten heimgesucht wird, schließt sie einen Handel mit der Ratspräsidentin ab. Aqua soll die Monster vertreiben und nebenbei auch noch die flüchtige Kreatur Experiment 626 sowie deren Schöpfer Dr. Jamba Jokiba finden. Als ihre Aufgabe nachgeht, entdeckt Aqua Experiment 626, wie es fieberhaft nach etwas sucht. Und plötzlich gibt die Kreatur etwas von sich, das Aqua weit mehr als nur so schutzig macht. Terra!
Sie will Experiment 626 sogleich nach Terra fragen, aber Unversierte marschieren auf und es kommt nicht mehr dazu. Nachdem Aqua die Unversierten vertrieben hat, stolpert sie über das Accessoire, das Experiment 626 bei sich hatte. Und dieses erinnert frappierend an den Wegfinder. Auf dem Einsatzex plant Aqua in einem Zwist zwischen Dr. Jumba und Experiment 626. Platzt Aqua, achso. Sie will die beiden festnehmen, doch Experiment 626 erspäht seinen Anhänger bei Aqua und springt danach. Dr. Jumba erklärt ihr, dass Terra einen Anhänger bei sich hatte, von dem er sagt, er würde ihn mit seinen Freunden verbinden. Daraufhin habe 626 diesen nachzubilden versucht. Aqua vernimmt seine Ausführung mit großer Erleichterung. Da tritt Captain Ganto auf den Plan und widersetzt sich den Befehlen der Ratspräsidentin, indem er seine Waffe auf Experiment 626 richtet. Doch Aqua kann nicht glauben, dass Experiment 626, Alter, dieses Experiment 626, nur ein gewalttätiges Monster sein soll und schlägt Ganto zurück. Als die Ratspräsidentin hinzustößt, bittet Aqua, diese Experiment 626 freizulassen. Die Ratspräsidentin zeigt sich gerührt von Aquas Anteilnahme und versucht noch einmal zu überdenken, was mit Experiment 626 geschehen soll. Aqua ist erleichtert und schießt Freundschaft mit Experiment 626. Alter, wie oft wurde dieses scheiß zwei Worte in diesen Geschichtdingen zusammengefasst, ey. Charaktere. Blablabla, blablabla, soll abtransportiert werden, doch ihm gelingt die Flucht und wird er zusammen mit dem ebenfalls flüchtigen Jumper gesucht, okay. Als Wissenschaftler, der sich selbst als teuflisches Genie bezeichnet, er wird inhaftiert, da er mit Hilfe unerlaubter Gentechnik Experiment 626 erschaffen hat. Die stärkste und destruktive Kreatur im Universum. Er plant zwar seine Flucht, doch wird kurz darauf erneut verhaftet. Das heißt, Terra war als erstes da, dann kommt Aqua und Ventus war als letztes in dieser Welt. Weil der Wegfinder wird ja bei Ventus zerstört, leider. Die Präsidentin der Ratsversammlung der Galaktischen Föderation. Sie ist redlich und tolerant. Da die Suche nach dem flüchtigen Dr. Jumba und sein Experiment 626 nicht vorangeht, beauftragt sie Aqua mit dieser Aufgabe. Captain Ganto, ein Kapitän in der Armee der Galaktischen Föderation, während des Gefangenentransports flüchten soll, wird seine Position als Captain in Frage gestellt. Wird der Dienst des Kapitäns freigestellt. Er soll abtransportiert werden. Okay, das ist dasselbe. Okay. Stickeralbum. Sticker-Verwaltung. Ein UFO. Brumm-Brumm. Ja, hier habe ich ja dann alle, ne? Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Sticker-Sammlung, ja, hier habe ich alle. Okay. Dann können wir ja nochmal schnell hier reingehen. In den Kontrollraum. Und nochmal gucken, ob wir ein paar schicke Truis hier finden. Was hast du eigentlich noch zu sagen? Ich überlege mir noch, wie mit Experiment 626 verfahren wird. Das ist schön für dich. Verbindungstrakt. Tralala, lalala, lalala. Ich muss jetzt wieder nach ganz oben. So, erstmal nach ganz unten natürlich. Das heißt, Aqua kann die Eisgrätsche aber auch erlernen, müsste es eigentlich, weil sie hat ja die Luftgrätsche, müsste sie theoretisch auch die Eisgrätsche erlernen können. Hui! Die Mucke, ey. Aus dem Weg! So, hier müssen noch ein paar Schatztruhen sein. Hallöchen. Okay, da unten haben wir schon mal was. Wow, da ist die unversierte Mission. Werde ich natürlich wieder offscreen machen. Fire! Oh je. Ich habe die Fortunas hier auch noch gar nicht gefunden. Oh je, Mini. Du dicke, fette Qualle, Mann. Sie alle platzen. Alles geplatzt. So, hier haben wir eine Truhe noch. 6 Stück haben uns gefehlt, hä? Jetzt fehlen uns noch 5. 4. Wie scheiße. Irgendwas mit Freudenkristall. Ja, dann hier den Sturmlauf und nicht den Blitzsturz. Und Feuerer. Und Freudenkristall.
Feuersturmlauf. Na dann. Ja, mein Deck ist vollständig. Freude. Da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt nach oben gehen. Düt, düt, düt. Ich glaube, sie braucht leider die Gravity, die Anti-Gravity, um hier rüberzukommen. Weil ihr Luftglitch ist einfach noch nicht gut genug. Anti-Gravra. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel mir hier wirklich noch fehlen. Ah ja, unversiert haben wir diese Qualle neu. Die hätten wir gar nicht sonst bekommen. Wir müssen hier nochmal rein. Voll gemein eigentlich. Schatzliste. Noch eine fehlt uns, okay. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir die herbekommen. Wow. Ey, loslassen. Wow. Düt, düt, düt. Indem wir jetzt nämlich da oben hingehen. Oder? Ja, doch, wir können hier hin. Hier geht's ja zum Showdown von Ventus, aber hier ist trotzdem noch eine Schatztruhe für sie. Die Super-Angriff-Form ist sehr schön. Ja, und hier wird wahrscheinlich... Oh, hier ist nichts weiter oder so. Ja, genau. Ja, dann haben wir diese Welt ja vollständig. Items, Rucksack, Super-Angriff-Formel. Sehr schön. Rechte. Sticker-Album. In Disney-Stadt können wir es später hin und in Zwergenwald können wir später hin. Okay, und sonst... Schatzliste, haben wir alle Schätze bis jetzt. Na, das ist doch schon mal ein Grund zur Freude. Tja, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht's dann in die letzte reguläre Welt, ins Nimmerland. Also, meine lieben Freunde, bis dahin. Chicha, Tschüsselchen.